steckte sehr viel Bayern München hier in diesem Sieg. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Es hat in der Vergangenheit oft gegeben, dass es große Champions-League-Abende gegeben hat und dann Ernüchterung in der Bundesliga. Und die Mannschaft hat heute von der ersten Sekunde an sehr konzentriert agiert. Und nochmals ein Riesenkompliment an die Truppe. Wir fahren natürlich nach Bochum und haben jetzt auch eine kämpferische Partie eingestellt. Aber dann haben wir früh ein Tor gemacht und waren spielerisch eigentlich ganz gut drauf. Und dann ist uns natürlich überraschend einfach und leicht gefallen in der ersten Halbzeit. Sie standen sehr tief. Ich glaube, dass ich einiges vorhatte. Ich habe letzte Woche natürlich einen Punkt geholt in Stuttgart, aber ich muss sagen, das lag auch an uns, dass wir so gut gespielt haben. Wir haben, glaube ich, von der ersten Minute keine Zweifel daran gelassen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Ich glaube, wir waren sehr konzentriert, haben mit einem richtig guten Power gespielt, wir haben Chancen herausgespielt, Tore gemacht. Normalerweise musst du dieses Spiel sogar noch höher gewinnen und ich denke, damit können wir zufrieden sein. Wir sind schon einige Wochen auf einem guten Weg. Das hat sich nicht so gut angesehen, weil wir nicht so gut gespielt haben. Wir haben schon trotzdem gewonnen, aber jetzt spielen wir auch gut und dann kann man auch mal in Turin und in Bochum 1-5 gewinnen. Haben wir noch ein paar sehr, sehr gute Chancen gehabt und sehr viel Ball unter Kontrolle gehabt und dann ist es einfach viel schlimmer zu spielen. Wenn du Spiele gewinnst, ist plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen.